Und da bin ich wieder. Heute möchte ich euch zeigen, was mich so ein kleines bisschen mal stört, wenn ich so kleine Programme teste. Ich habe jetzt hier zwei kleine Programme geschrieben. Einmal ein Zufallsprogramm, was mir Zufallszahlen zwischen 0, zwischen 1 und 49 ausgibt. Und ein kleines Programm, welches die Zahlen dann sortieren soll. Was ich jetzt nervig finde, ist, dass man, wenn man so ein Programm testet, dass man dann immer hin und her klicken muss zwischen Excel und VBA. Und ich würde euch gerne mal zeigen, so wie ich das immer lösen möchte oder mache. Ich gehe über dieses Einfügen hier oben und da gibt es die Option Form. Klicke ich an und dann suche ich mir eine Form aus. Meistens bleibt es dann doch bei einem Rechteck, ganz simpel. Und ziehe ich mir einfach so ein Viereck her. So, ich habe jetzt zwei Programme, da brauchen wir nur noch eins. Machen wir noch ein Rechteck. Ja, sollte ungefähr gleich sein, soll ein kleines bisschen hübsch aussehen. Und den Feldern geben wir jetzt einfach ein paar Namen. Machen wir einen Rechtsklick rein. Und da steht hier Text bearbeiten. Klicken wir mal drauf. Hier oben, das machen wir, das erste ist Zufall. Und das hier unten, Rechtsklick wieder rein. Text bearbeiten. Das nennen wir dann Sortieren. So. Und jetzt habe ich in VBA meine Programme heißen auch einmal Zufall und einmal Sortieren. Jetzt gehen wir da nochmal mit einem Rechtsklick drauf. Und da gibt es die Option Makro zuweisen. Da klicken wir einfach mal drauf und schauen, was da uns bringt. Und da sehen wir es, da zeigt unsere zwei oder meine zwei Programme. Einmal Sortieren und einmal Zufall. Ich hatte jetzt gerade Zufall, also nehme ich jetzt Zufall. Okay, das passt. Und hier unten nehme ich dann also Sortieren. Okay. Und jetzt ist der Vorteil ganz einfach, man muss nicht hin und her klicken. Man kann jetzt in der Excel-Oberfläche bleiben und drückt einfach auf den Knopf Zufall. Und tschack, sind unsere sechs Zufallszahlen da. Wir können jetzt noch einmal drauf drücken. Sehen wir, okay, ja, das passt. Und jetzt können wir auch mal Sortieren probieren. Sortieren, einmal drauf. Und die sind sogar sortiert. Das finde ich ist eine super Lösung. Man kann es natürlich gestalterisch noch viel besser ausfeilen, aber das ist für mich einfach nur immer ein Test, dass ich nicht immer hinterherklicken muss. Okay, das war's schon von mir. Dann bis später. Tschüss.